Lass die Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung. Diesen Rat hat Hippokrates schon im alten Griechenland gegeben und das soll auch das Motto unseres heutigen VetMed-Talks sein, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße, hier vom tief verschneiten Campus der VetMed-Uni in Wien. Es soll heute um Darmgesundheit bei Mensch und Tier gehen, um dieses faszinierende Organ, um das wir uns eigentlich immer nur dann kümmern, wenn es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, entweder zu langsam oder viel zu schnell verdaut oder uns oder unseren Tieren sonst irgendwie Schwierigkeiten oder Unwohlsein bereitet. Es geht um dieses Zusammenspiel von Billionen von Darmbakterien. Es geht um die Frage, inwieweit die Ernährung Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat und ganz allgemein um spannende Forschungsprojekte zum Thema Darm-Darmgesundheit in der Veterinär- und in der Humanmedizin. Und all das, Achtung, grandioses Wortspiel, all das wollen wir Ihnen in leicht verdaulichen Wissenshäppchen möglichst allgemein verständlich servieren. Mein Name ist Bernhard Weingartner. Ich freue mich wieder als Moderator Sie durch die nächste gute Stunde zu führen. Und bevor ich unsere hochkarätige Runde vorstelle, folgt noch ein kurzes Eröffnungsstatement von Rektorin Petra Winter. Der Darm spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit. Das gilt für Menschen genauso wie für Tiere. Aus diesem Grund beschäftigt sich die Veterinärmedizinische Universität Wien in mehreren Forschungsprojekten intensiv mit dem Thema Darm bei Haus- und Nutztieren. Schließlich ist deren Gesundheit eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit von uns Menschen. Soweit Rektorin Petra Winter und ich darf Ihnen jetzt meine fünf Gesprächspartnerinnen in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Professor Ivan Burgener, Leiter der Kleintierklinik hier an der VetMed-Uni, er sagt, die Zusammensetzung der Darmbakterien von Hunden und Katzen ist sehr wichtig für die Abwehr, aber auch für das Auslösen von Durchfall. Professorin Barbara Metzler ist Leiterin der Abteilung für Ernährungsphysiologie an der VetMed-Uni mit einem Fokus auf Nutztiere. Für sie ist ein gesunder Darm einerseits essentiell, um ernährungsphysiologisch hochqualitative Lebensmittel von gesunden Tieren zu erzeugen. Andererseits ist dieser gesunde Darm aber auch ein überaus kritischer Wohlfühlfaktor für das Tier. Auch bei uns ist heute Professorin Christine Meusel-Eichinger. Sie leitet die Arbeitsgruppe für interaktive Mikrobiomforschung. Was das ist, werden wir gleich klären. Am Diagnostik- und Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin der MedUni in Graz. Ihr Motto für heute ist Garbage in, Garbage out oder du bist, was du isst. Und das gilt für Tier und Mensch gleichermaßen. FH-Professor Julian Wehkuber ist Leiter des Exzellenzzentrums für Lebensmitteltechnologie und Ernährung der FH Oberösterreich am Standort Wels. Seine Forschung beschäftigt sich unter anderem mit dem Einfluss von pflanzlichen Wirkstoffen auf die Funktionalität des Darms anhand von Modellsystemen. Und zwar, das finde ich spannend, sowohl in vivo, also im lebendigen Organismus, als auch in vitro im Reagenzglas und mit einem besonderen Fokus auf entzündliche Prozesse. Auch darüber werden wir natürlich im Detail noch sprechen. Und last but not least, Professor Cöndrim Sebeli leitet das Institut für Tierernährung und funktionelle Pflanzenstoffe sowie das Christian-Doppler-Labor für innovative Darmgesundheitskonzepte bei Nutztieren hier an der VetMed-Uni. Und sein Motto für heute ist sogar in Reimform. Ist der Darm beschädigt, sind Gesundheit und Höchstleistung erledigt. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Ganz ein wichtiger Hinweis, unser Chat ist aktiv. Wir freuen uns natürlich jederzeit über Kommentare, Fragen, Anmerkungen. Bitte schreiben Sie dies in den Chat, das wird dann über die Regie mir auf ein Tablet zugespielt und ich werde das dann immer, wenn es passt, in das Gespräch einfließen lassen. Wir freuen uns sehr über Ihre Beteiligung. Und damit Sie eine erste Orientierung bekommen, was denn so die Forschungsschwerpunkte meiner heutigen GesprächspartnerInnen sind, also wo Sie besonders fundierte Expertise haben, darf ich einmal gleich starten mit einer ersten Orientierungsrunde. Herr Sebei, zur Orientierung, ganz kurz umrissen, was ist Ihr Forschungsschwerpunkt, was sind Ihre Forschungsschwerpunkte und
und welche Rolle spielt dabei die Darmgesundheit? Achtung, Sie sind gemutet, oder? Wir hören Sie ja, nicht? Vielen ja, Dank. Jetzt vielen sind Dank. Sie unmuted. Genau. Vielen Dank. Wir haben ja uns als Ziel gesetzt, als in der Forschung mit der Thematik der ernährungsbedingten Erkrankungen bei Nutztieren, insbesondere beim Wiederkäuern, uns zu beschäftigen. Gleichzeitig ist aber auch ein Hauptaugenmerk meiner Forschung im Rahmen von Christian Doppler Labor für innovative Darmgesundheitskonzepte bei Nutztieren, innovative Methoden herauszufinden, die dann die Diagnostik der Nutztieren, insbesondere des Wiederkäuers, vorantreibt und vor allem die gesundheitliche Störungen im Darm auch schneller und effizienter herauszufinden. Vielen Dank. Lauter Aspekte, die wir dann noch thematisieren werden. Frau Meusel-Eichinger, ich organisiere ja seit Jahren schon die sogenannten Science Slam Wettbewerbe in ganz Österreich und ich kann mich noch sehr gut an den allerersten Science Slam in Graz erinnern, wo junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Projekte in wenigen Minuten pointiert auf die Bühne bringen. Und da ist mir in Erinnerung geblieben ein Kollege und ich nehme stark an, er kommt aus Ihrem Institut, Mina Bashir war sein Name, glaube ich, und der hat uns das Konzept der Stuhltransplantationen nähergebracht. Und ich war damals, glaube ich, nicht der Einzige im Raum, der etwas befremdet war von der Vorstellung, sich den Stuhl einer anderen Person implantieren zu lassen. Er hat das damals sehr pointiert, auch sehr humorvoll präsentiert und er hat uns davon überzeugt, dass das ein sehr vielversprechendes Konzept ist. Deswegen meine Frage an Sie. Was ist interaktive Mikrobiomforschung und spielen da Stuhltransplantationen irgendwie eine Rolle? Ich fange gleich mit der Stuhltransplantation an. Zuerst natürlich ein herzliches Hallo aus Graz. Das ist nichts Neues, das ist kein neues Konzept, das kennen wir schon aus dem alten China. Da hieß das noch Yellow Soup, also man hat sich eine Suppe aus Babystuhl eigentlich gemacht und das zu sich genommen und damit eigentlich Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes versucht zu behandeln mit gutem Erfolg, bis heute eigentlich. Ja, interaktive Mikrobiomforschung, bei mir geht es um den Menschen und um sein Mikrobiom, das heißt um die Gesellschaft und die Gemeinschaft der ganzen Mikroorganismen, die den Menschen umgeben, von Mundhöhle bis in den respiratorischen Trakt, aber natürlich auch in den Darm. Und da sitzen ja die meisten Mikroorganismen und die haben natürlich eine extrem große Interaktion mit uns Menschen und daher kommt das Wort interaktiv, also wie interagieren diese Mikroben mit uns, mit der Nahrung, welche neue Metabolite machen sie zum Beispiel und so fort. Um das geht es bei uns. Mensch und Mikrobiom. Ganz kurze Zwischenfrage, Metabolite, nur um den Brief zu erklären, was sind Metabolite? Stoffwechselprodukte. Also alles, was wird produziert, was wird aufgenommen. Es geht um die Produkte, die die Mikroorganismen besonders produzieren. Okay, ganz allgemein Stoffwechselprodukte und nicht irgendwie schon wertend in schädlich oder förderlich, sondern ganz allgemein Stoffwechselprodukte. Allgemein. Okay, wunderbar. Genau. Ich kenne mich aus. Ich als theoretischer Physiker muss immer nachfragen, weil wenn ich es verstehe, dann verstehen es alle. Vielen Dank, wir kennen uns aus, da gibt es noch viele Anknüpfungspunkte. Herr Burgener, Sie sind spezialisiert auf Haustiere, vor allem Hunde und Katzen. Was sind denn Ihre persönlichen Forschungsschwerpunkte und welche Rolle spielt dabei die Darmgesundheit? Ein recht herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin von Hause aus Kliniker und Internist und ich glaube, es gibt fast kein Organ im Körper, das nicht zu Durchfall oder Erbrechen führen kann, was ja Regiartis im Magen-Darm-Trakt einen Großteil vom Inhalt ausleert in die eine oder andere Richtung. Ich habe mich schon früh interessiert und ich habe mich dann relativ schnell einmal in Richtung Durchfall, vor allem beim Hund, spezialisiert, in allen möglichen Formen. Und da kommt man nicht drum herum, ein bisschen auch die Zusammenarbeit oder das Gegenspielen vom Immunsystem und auch von den Darmbakterien zu studieren, was sehr interessant ist. Und ich glaube, ein anderes Zitat zu brauchen, ich weiß, dass ich nichts weiß, je tiefer man in die Materie hineingeht, umso interessanter wird das und umso mehr Fragen gehen auf. Und der Darm ist ein sehr interessantes Organ. Wunderbar, vielen Dank. Frau Metzler, um unseren Überblick zu vervollständigen, Ihr Fachgebiet sind monogastische Nutztiere. Das hat nichts mit dem monogastischen Fürstentum zu tun. Das sind
Nutztiere, die, so wie wir Menschen, nur einen Magen haben, im Gegensatz zum Beispiel zu den Rindern, die ja vier Mägen haben, das heißt monogastrische Nutztiere, zum Beispiel Schweine, Hühner. Und welche konkreten Forschungsschwerpunkte haben Sie und welche Rolle spielt bei Ihnen die Darmgesundheit? Ja, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, mein Schwerpunkt sind eher die monogastrischen Tiere. Die Wiederkäuer lasse ich zwar auch nicht ganz links liegen. Jedoch, worum es bei mir vor allem geht, ist das, die Wirkmechanismen auch zu erkennen. Wie beeinflusst das Darmmikrobiom das Würzchen? Das sind zum einen die bereits schon erwähnten Stoffwechselprodukte, von denen wir bisher wahrscheinlich erst relativ wenig kennen und uns forschungstechnisch auf wenige immer beschränken. Also sowas wie flüchtige Fettsäuren. Also jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, weiß jetzt schon Bescheid, dass ich von Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure und die nächsten drei oder vier organischen Säuren, die danach folgen, spreche. Also wie die Mikroben mit dem Würztier interagieren. Und diese Interaktion beschränkt sich nicht nur auf den Darm, sondern es geht darüber hinaus. Also letztendlich, wenn wir in den Schlagzeilen mal wieder hören, die Gut-Brain-Axis, ich verwende jetzt extra den englischen Begriff, dann wissen wir schon Bescheid. Also auch Neurotransmitter werden von Mikroben gebildet. Dann wenn ich mich auf das monogastrische Nutztier meistens beschränke, wenn wir auf den Menschen schauen, sind ja auch Autoimmunerkrankungen vom Darm her gerührt. Also das zeigt einfach, wie weit doch das Darmmikrobiom auf das Würztier eingeht. Und natürlich Ferkel, wachsende Schwein, aber auch das Huhn sind sehr gute Modelltiere für den Menschen, weil sie durch ihre hohe Leistung letztendlich physiologisch Menschen mit gewissen Störungen, Erkrankungen doch sehr ähnlich sind. Und natürlich, ich bin auch die von der Ernährungsphysiologie, also die Ernährung spielt natürlich auch eine ganze Rolle und wie bioaktive Substanzen diese Interaktion zwischen dem Darmmikrobiom und dem Würztier beeinflussen können. Ein unglaublich weites Feld, das wir heute aufspannen. Spannendste Aspekte. Ich freue mich schon sehr darauf, da noch weiter ins Detail zu gehen. Herr Weghuber, Stichwort Modell, Organismus, Modellsysteme. Sie untersuchen die Funktionalität des Darms, unter anderem auch in vitro, im Reagenzglas. Wie kann man sich das vorstellen, als Laie, der ich bin? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Klinische Studien am Menschen oder am Tier, klassische Modellorganismen, Mäusen und Ratten etwa, sind aufwendig, teuer und kompliziert. Und zur Identifikation oder auch weiter dann zur Charakterisierung von pflanzlichen Wirkstoffen, also bioaktiven Wirkstoffen, die potenziell eben gesundheitliche Vorteile bringen können, braucht man dazu Alternativen. Diesen Schwerpunkt verfolgen wir hier im Josef-Ressel-Zentrum für phytogene Wirkstoffforschung, wo wir eben versuchen, verschiedene Zellkultursysteme, aber auch alternative Lebendtiersysteme, Stichwort Fadenwurm, Hühnerembryonen, Fliegen etwa, anzuwenden. Das Spannende ist, dass viele Funktionen und Prozesse, insbesondere auf zellulärer und molekularer Ebene, bei Menschen und bei diesen Modellsystemen sehr ähnlich sind. Das liegt daran, dass das Erbgut auch oftmals sehr ähnlich ist. Klassisch Mensch-Schimpanse-Unterschied 1,5% zur Banane haben, immer noch 50% klein. Ja, und der Mensch hat auch nur so doppelt so viel Gene wie der Fadenwurm, das hat dann, obwohl der nur 1000 Zellen hat und wir 10 noch 15. Das heißt, es gibt hier sehr gute Möglichkeiten, um komplexe molekulare Prozesse auch mit Modellsystemen zu untersuchen. Und diese Implementierung haben wir uns an die Fahne geheftet. Das heißt, Grundlagenforschung, um wirklich die Mechanismen im Detail zu verstehen, um dann auch Schlussfolgerungen zum sehr, sehr komplexen Geschehen im menschlichen Darm herzustellen. Banane 50%, das würde aber bedeuten, mit zwei Bananen kann man schon einen Menschen bauen. Nein, so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Offenbar nicht. Starten wir gleich, also es sind ja schon im Vorfeld über Social Media Fragen eingetrudelt und eine Frage war zum Thema, was,
was bewirken Antibiotika und wir im Darm? Und wir alle kennen das, wir müssen wegen irgendeiner Erkrankung, wir oder unser Tier, unser Haustier muss wegen irgendeiner Erkrankung Antibiotika zu sich nehmen und dann sprichwörtlich haut uns die Darmflora zusammen. Ich weiß schon, Darmflora sagt man nicht mehr, man sagt, weil Fauna und Flora ist bei Bakterien nicht ganz eindeutig zu unterscheiden. Man sagt Mikrobiom, es haut uns das Mikrobiom zusammen. Also versuchen wir es einmal Schritt für Schritt zu verstehen. Vielleicht Frau Meusel-Eichinger, was passiert im Darm, wenn wir Antibiotika zu uns nehmen? Ja, das ist eine komplexe Geschichte. Also Antibiotika ist nicht gleich Antibiotika. Es gibt natürlich verschiedene Antibiotika, die wirken unterschiedlich und natürlich auch auf verschiedene Mikroorganismen. Aber gehen wir mal aus von einem Breitbandantibiotikum, das wir zum ersten Mal zu uns nehmen. Natürlich wirkt das Antibiotikum nicht nur dort, wo es dann wirklich wirken soll, wo die Entzündung stattfindet, sondern in unserem ganzen Körper. Das heißt, es betrifft auch unseren Darm und unser Darmmikrobiom. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass sensitive Mikroorganismen, das heißt die, die da empfindlich darauf reagieren, in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Das heißt üblicherweise, dass sie nicht mehr wachsen können oder sogar absterben. Das ist ja nun das Ziel eines Antibiotikums. Nun, ein gesundes Mikrobiom des Menschen ist eigentlich unglaublich stabil. Das heißt, wenn unser Körper gesund ist, das Mikrobiom gesund ist und wir nur einmal im Jahr zum Beispiel ein Antibiotikum brauchen, dann fühlt sich das Mikrobiom eher wenig beeindruckt und fällt nach der Eingabe des Antibiotikums wieder auf den Ausgangszustand zurück. Das wird verkraftet. Das ist wie eine kurze Durchfallerkrankung. Das wird normalerweise wieder auf den gesunden Zustand zurückfallen. Schwieriger wird es natürlich, wenn wir über längere Zeit Antibiotika brauchen, länger krank sind. Und das kennt man ja auch, dass dann wirklich langwierige Prozesse entstehen, die dann wirklich auch zu einer kompletten Entgleisung, einer Dysbiose des Mikrobioms führen können. Die ist dann richtig schwer zu behandeln. Das ist ein großes Problem. Vielen Dank. Wunderbar verständlich. Also das Bild ist wunderbar verständlich für mich. Perfekt. Gehen wir gleich den Schritt weiter. Vielleicht Frau Metzler, Sie haben ja Erfahrung mit diesen monogastrischen Tieren, die uns so ähnlich sind. Was macht man jetzt? Wenn jetzt auch bei Tieren werden ja Antibiotika oft, vielleicht sogar zu oft zum Teil eingesetzt. Was kann man jetzt machen, um dieses Mikrobiom, um dieses gestörte oder geschädigte Mikrobiom wieder zu regenerieren zu lassen, wieder aufzubauen? Was hat man für Möglichkeiten? Ja, da gibt es sicherlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Klar, über die Ernährung könnte sich ein paar Gedanken gemacht werden. Es werden sehr gerne die sogenannten Probiotika nach einer Antibiotika-Behandlung gegeben. Also Antibiotika räumt sozusagen auf, nennen wir es jetzt einfach mal so. Falls die Antibiotika zu stark aufgeräumt haben im Darm und auch ein paar Mikroben erwischt haben, die eigentlich erwünscht sind im Darm, wie jetzt zum Beispiel Bifidobakterien oder Lactobacillen, dann ist es möglich, diese in Form eines Probiotikas dem Tier oder auch dem Menschen zu verabreichen, über die Nahrung als Kapseln zum Beispiel am Morgen oder über das Trinkwasser, um das Darmmikrobiom, um diese Mikroben wieder reicher zu machen. Eine andere Möglichkeit, gerade auch beim Nutztier, die eingesetzt werden könnte, wäre die Verabreichung ja auch eines sogenannten Stuhltransplantats, aber dann nennt man es natürlich nicht Stuhl, sondern Digestertransplantats, das auch helfen kann, wieder zu einem normalen Mikrobiom zurückzukommen. Über die Ernährung kann viel gemacht werden, auch in Hinsicht von den sogenannten Präbiotika, also jetzt im Unterschied zu den Probiotika, die lebende Mikroorganismen sind, die Präbiotika, so beschreibe ich das auch immer gerne den Studenten, ist dann das Futter für die Mikroben. Das heißt, die unterschiedlichen Mikrobenarten haben unterschiedliche Substratspezifitäten, also was sie gerne fressen. Und wenn man den Mikroben das dann entsprechend anbietet, also zum Beispiel Lactobacillen oder Bifidobakterien, eine Inulinquelle. Inulin ist ein spezifischer Ballaststoff, den wir auch in vielen Nahrungsmitteln finden, der würde zum Beispiel uns die Bifidobakterien und Lactobacillen eben im Darm wieder fördern. Also das sind Möglichkeiten, um das Darmmikrobiom wieder um ein paar Mikroben reicher zu machen.
also ganz spezielle Zusätze zur Ernährung, vor allem für Nutztiere. Wenn wir jetzt, Herr Burgener, von den Nutztieren zu den Haustieren gehen, die haben wir, da haben wir ein ganz anderes, ein viel intensiveres Betreuungsverhältnis. Also beim Haustier haben wir üblicherweise eine 1:1 Betreuung, in Notzeiten vielleicht sogar 24/7, also ganz ein intensives Beobachtungs-Betreuungsverhältnis. Hat man jetzt beim Haustier noch zusätzliche Möglichkeiten, um so ein geschädigtes Darmmikrobiom wieder in Schwung zu bringen, wieder aufzubauen? Ich würde einen Schritt zurückgehen und sagen, dass das Beste wäre, möglichst wenig Antibiotika einzusetzen. Dann kommen wir erst gar nicht dorthin, weil man auch vom gesunden Hund weiß, wenn man gesunde Hunde mit Antibiotika therapiert, dann entwickeln 30-50% Durchfall. Deshalb für mich der erste Schritt ist es vermeiden, dass es überhaupt gebraucht wird. Dann haben wir weniger Probleme. Wenn wir dann Probleme haben, und das ist ein Bereich, wo wir relativ einig, also wo wir auch forschungsmäßig aktiv sind, dann kann man viele Sachen machen. Und ich glaube, gerade beim Hund ist das ein Riesenmarkt in der Zwischenzeit in Sachen Fütterung. Und ich glaube, man bekommt heute keinen einzigen, zumindest von den teureren Marken, kein einziges Futtermittel mehr, wo nicht schon seit vielen Jahren diese Präbiotika, wie sie Frau Metzler vorhin schon erklärt hat, schon seit langem mit dabei sind. Also quasi das gute Futter für die guten Bakterien. Das ist da schon tonnenweise drin, das gehört dazu, also das kann man heute fast nicht mehr verkaufen ohne. Und dann sind natürlich auch beim Hund und bei der Katze in der Zwischenzeit die Präbiotika, also quasi die, sage ich mal, das LC1-Joghurt von Nestle oder so, Bifidobakterien, Lactobakterien und so. Das sind viele Sachen im Umlauf. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dort ein bisschen aufpasst, weil einfach dasselbe nehmen, was für den Menschen gut ist, heißt nicht automatisch, dass das für den Hund und die Katze auch gut ist. Ich glaube, da gibt es genügend Produkte, die jetzt spezifisch für Hunde und Katzen auch entsprechend getestet wurden, entsprechend auf dem Markt sind, die wir auch gerne einsetzen. Und ich sage bei den Studenten immer so ein bisschen provokativ, Antibiotika sind selten nötig bei Magen-Darm-Trakt. Wenn Sie unbedingt etwas geben wollen, dann seien Sie mutig und geben Sie Probiotika. Die nützen auch nicht immer, aber die schaden zumindest nicht. Vielen Dank. Darf ich mich da auch noch mal kurz einmischen? Bitte, bitte, denn das ist natürlich bei unseren monogastrischen Nutztieren auch so, dass eine große Palette an darmgesundheitsfördernden Substanzen da in den Rationen mittlerweile hineinformuliert sind. Also es ist nicht so, dass sozusagen der junge Darm ganz alleine gelassen ist, sondern der wird schon vom frühesten Moment der Fütterung an mit versorgt mit Probiotika, Präbiotika, teilweise noch Gewürzen mittlerweile auch. Also sowas wie Kurkuma oder Oregano, Salbei finden Sie auch in Schweine- und Hühnchenmischung oder auch den Knoblauch, dann natürlich etwas verpackt, damit er nicht so geruchlich das Futter unattraktiv macht. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel auch getan im Nutztierbereich, um die Darmstörungen schon vorzubeugen über die Fütterung. Also ganz neue Ansätze. Ich hoffe, dass die Knoblauchzugabe das Paarungsverhalten der Nutztiere dann nicht verändert durch den Mundgeruch. Das wird wohl kein Problem sein. Bevor wir noch zu den pflanzlichen Stoffen und Herrn Weghuber kommen, eine kurze, vielleicht naive Zwischenfrage. Wir haben gerade gehört, Herr Sebeli, dass ein gestörtes Darmmikrobiom oft durch Durchfall erkennbar ist. Jetzt Frage zu den Rindern. Die haben ja, gibt es bei Rindern überhaupt Durchfall? Die haben ja grundsätzlich einen sehr weichen, wenn nicht flüssigen Stuhl. Also ich habe Erfahrung mit Rindviechern. Ich habe einige Sommer als Senner gearbeitet und habe natürlich auch empirische Studien zur Konsistenz, zur Stuhlkonsistenz gemacht. Wie erkennt man bei einem Rind einen Durchfall? Ja, das stimmt. Also dort, wo Sie vielleicht als Sehner waren, da haben die Kühe weniger Durchfall da in den Bergen durch die gute Fütterung, die saftige Weiden und vor allem so reichliche Weiden mit viel Kräuter. Nun, natürlich, die Sache ist ein bisschen anders bei Kühen und bei Rindern, die hohe Leistung erbringen, weil sie natürlich dort auch die Fütterung auch entsprechend auch angepasst werden soll, damit diese Rinder auch an diese Leistung unterstützt werden sollen. Und durch diese, sage ich mal, diese Leistung angepasste Fütterung kommt natürlich die Darmphysiologie ein bisschen aus dem Konzept im Sinne, dass eine gewisse Herausforderung für den Darm des Rindes ist, aber auch für dessen Mikrobiom.
Und dabei natürlich ändert sich dieses gesamte Ökosystem. Und Sie haben ja Anfang angesprochen, dass Wiederkäuer im Gegensatz zu monogastischen Tieren einen recht zusammengesetzten Verdauungstrakt haben. Also sie haben nicht nur einen Magen, sondern sie haben ja mehr sozusagen. Und dadurch, das macht natürlich auch ein Wiederkäuer auch ein bisschen anfälliger, wenn quasi die Fütterung für hohe Leistung angepasst werden soll. Erhöht sich, wir nennen das die Passage, erhöht sich die Passagerate, das heißt die Zeit des Futters in diesem Mägen verdaut zu werden, wird natürlich kürzer und das führt dazu, dass auch durch diese Prozesse natürlich auch die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, dass ein Wiederkäuer Durchfall zu bekommen oder Verdauungsstörungen, Darmverdauungsstörungen zu bekommen, natürlich größer wird. Und das merkt meistens ein Landwirt, wenn er das im Stall geht, dass der Kot Durchfall ähnlich wird, dass die Kühe dann dreckig werden, dass insbesondere dann auch im Milchstand auch, dass dort auch dreckig wird, das merkt das. Aber was für uns natürlich dann als Tierärzte, was wir immer oder was ich auch immer auch bei Vorträgen, wissenschaftlichen Vorträgen auch hervorhebe, ist, dass dieser Zeitpunkt ist häufig zu spät. Das ist zu spät, wenn man quasi diese klinischen Zeichen mit Durchfall, durchfallähnliche Kotausscheidungen, das ist schon ein klinisches Zeichen, dass dem Darm nicht gut geht. Und das ist natürlich viel zu spät. Was wir dann in der Forschung versuchen, ist, dass diese klinischen Störungen viel früher erkennen zu können, bevor das so auffällig wird. Also noch bevor die Stallwand gegenüber der Kuh dann wirklich von oben bis unten mit Kot bespritzt ist. Ich erinnere mich jetzt, es gab solche Fälle sogar in Tirol, obwohl dort die Welt noch fast in Ordnung ist. Also auch bei der Kuh, auch beim Rind gibt es Durchfallproblematik und besser rechtzeitig reagieren, nicht erst, wenn es schon wirklich ganz akut ist. Herr Wekuber, es sind schon die Stichworte gefallen, pflanzliche Zusatzstoffe, um einerseits das Mikrobiom zu regenerieren, aber ich nehme auch gerne das Stichwort vom Herrn Sevelli auch um die Leistungsfähigkeit von Nutztieren zu steigern. Welche Rolle spielen denn pflanzliche Zusatzstoffe, pflanzliche Futterbestandteile für diese beiden Bereiche, Mikrobiom und Leistungssteigerung? Grundsätzlich bietet die Natur ein riesiges Reservoir an vielfältigsten pflanzlichen Inhaltsstoffen. Man schätzt, dass es an die 30.000 Pflanzenarten gibt, die potenziell gesundheitsfördernde Wirkungen aufweisen oder deren Inhaltsstoffe und aber wenige im Verhältnis eigentlich nur gut charakterisiert sind. Und so wie es gewisse pflanzliche Inhaltsstoffe gibt, die etwa antimikrobielle, antibakterielle Wirkung aufweisen und auch hier als zumindest Antibiotika-Ersatz, das Stichwort ist gefallen vorher, weniger Antibiotika ist immer besser, gibt es pflanzliche Wirkstoffe, die die Darmgesundheit und insbesondere Darmfunktionalität auf vielfältige Weise beeinflussen. Vielleicht ganz kurz, also worum geht es hier um Pflanzeninhaltsstoffe, bioaktive Inhaltsstoffe? Das sind nicht die primären Nährstoffe, die wir über die Nahrung aufnehmen, sondern die Vitamine etwa, sondern das sind Inhaltsstoffe, die Pflanzen nicht zwingend selbst brauchen, aber zu Fraßabwehr etwa gebildet werden, so Polyphenole, Phytosterole, unterschiedlichste Substanzen. Und diese können den menschlichen und tierischen Körper und deren Zellen sehr vielfältig modulieren, also beeinflussen. Sie können Blutzuckerspiegel verändern, sie können Fettstoffwechsel beeinflussen, sprich Fetteinlagerung in Zellen unterbinden. Und man weiß das auch aus empirischen und molekularen Studien, sie können genauso auch Krebs vorbeugen. Das ist ein gutes Beispiel in dem Zusammenhang. Die niedrigste Darmkrebs-Inzidenz, soweit ich das weiß, findet man in Japan. Und da gibt es einen klaren Zusammenhang mit dem Konsum
von Grüntee. Und Grüntee wiederum besitzt ein Spektrum an bioaktiven Substanzen, die ganz gezielt Rezeptoren in den Darmzellen, deren Aktivität unterbinden, die etwa Krebszellen fürs Überleben brauchen, beziehungsweise ihr fehlgeleitetes Verhalten. Das heißt, zusammengefasst, wir haben ein riesiges Spektrum an Substanzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite noch sehr viel auf der To-Do-Liste, um deren Wirkung auch zu charakterisieren. Und warum ist das so komplex? Wenn Sie jetzt ein pharmazeutisches Produkt hernehmen, dann haben Sie meistens da drinnen einen Wirkstoff, vielleicht einen zweiten. Wenn Sie jetzt einen pflanzlichen Extrakt nehmen, dann haben Sie Tausende. Und diese wirken dann nicht meistens einzeln, sondern synergistisch. Das heißt, eine gewisse Kombination dieser Inhaltsstoffe bewirkt dann diesen positiven Effekt. Das heißt, ein sehr komplexes Verhalten und ich nehme an, auch natürliche Schwankungen der Zusammensetzung dieser verschiedenen Inhaltsstoffe wirken sich dann auch aus, als wirklich ein sehr komplexes Verhalten. Sie versuchen das zuerst, wenn ich das richtig verstanden habe, im Reagenzglas zu verstehen, um es dann im komplexen System tierischer oder menschlicher Darm zur Wirkung mit möglichst wenigen Nebenwirkungen zu bringen. Ist das korrekt so? Das braucht einen interdisziplinären Ansatz. Das heißt, man braucht eine gute chemische Analytik, um diese Substanzen zu charakterisieren, damit man weiß, womit hat man es zu tun auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite braucht man dann eben diese Systeme, Modellsysteme, um die Wirkung zu beschreiben. Vielen Dank. Ich schaue mal in unseren Chat. Also ich bekomme, es sind schon zahlreiche Fragen, sind schon eingedrudelt. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr, wenn es Interaktion gibt. Einige davon wurden ohnehin schon beantwortet, aber zum Beispiel passt, glaube ich, gerade ganz gut dazu. Ich habe gehört, man könnte mit Vitalpilzen das Mikrobiom beim Pferd aufbauen. Und kombiniert dazu, welche Untersuchung empfehlen Sie, um zu erkennen, ob das Mikrobiom des Pferdes Unterstützung benötigt? Kann jemand von Ihnen einen Kommentar zum Thema Vitalpilze geben in die Runde? Ja, kann ich was dazu sagen? Ich meine, es ist natürlich auch so, dass auch die Pferde unter bestimmten Bedingungen auch Unterstützung brauchen. Insbesondere solche Bedingungen, da sind es die Sportpferde zum Beispiel, die dann auch einen relativ großen Stress haben, nicht nur einen Ernährungsstress mit dem starken Futterumwechslung, sondern auch diese Sportstress, also Reizstress und Sportstress, was sie haben. Und dadurch natürlich wird auch der Darm-Mikrobiom, aber auch das, sage ich mal, die Dysbiosen auch sehr wohl möglich. Und da kann man natürlich auch dieses Ökosystem auch so unterstützen. Nur, ob man dort Vitalpilzen oder andere, sag ich mal, von Heavenprodukten dort einsetzen kann, das ist sicherlich möglich. Da muss man natürlich auch überlegen, welche Störung, welche dysbiotische Bedingungen auch beim Pferd herrschen, bevor man eine Entscheidung trifft, mit welche probiotische oder präbiotische Stoffen einwirkt. Was Vitalpilzen so ganz konkret betrifft, ist das eigentlich beim Pferd also nicht so viel geforscht, aber sehr wohl bei Heffen zum Beispiel, insbesondere Lebendheffen zum Beispiel, da kann man, das kann auch nicht sehr viel schief laufen, da kann man sehr gut einsetzen. Da muss man natürlich auch überlegen, auch das Dosis macht natürlich dort auch die Wirkung, das muss man natürlich auch in diesem Kontext auch schauen. Vielleicht kann ich hier noch etwas ergänzen. Also mal bei Pilzen oder auch Vitalpilzen, dann wäre es natürlich wirklich gut, eine genauere Beschreibung zu bekommen,
um was für ein Produkt handelt es sich jetzt gerade, was da von Interesse sein könnte? Denn wie gesagt, bei Pilzen, was gerade beschrieben wurde, wäre der probiotische Effekt. Dann haben wir den präbiotischen Effekt, weil einfach die Strukturen, die Zellwände von den Pilzen, das sind zum Teil Beta-Glucane, aber auch zum Teil Chitine, die wie Präbiotika wirken. Aber auf der anderen Seite käme jetzt auch die Komponente, wie die pflanzliche Wirkung, die Professor Wehkuber gerade beschrieben hat, dazu, dass wir ähnlich wie in Pflanzen auch entsprechende Inhaltsstoffe haben, seien das nun ätherische Öle, seien das Saponine, seien das Bitterstoffe, seien das Gerbstoffe, die wiederum einen Einfluss auf das Mikrobiom haben können. Ob das jetzt nun so spezifisch, ob das jetzt in dem Fall vorteilhaft ist, muss letztendlich ausgetestet werden, ob das Darmmikrobiom des Pferdes darauf reagiert. Denn teilweise ist es einfach so, dass das Darmmikrobiom auch so stabil ist und gar nicht einfach auf eine ja doch eher sanftere Behandlung reagiert, wohingegen andere Tiere darauf doch verstärkt reagieren. Also das sieht man auch bei anderen Nutztieren sehr häufig, dass einige gut ansprechen auf eine Futterergänzung, andere dann weniger gut darauf ansprechen. Vielen Dank. Es gibt einige Fragen zum Thema, zum Thema Hund, Herr Burgener. Ich fasse mal zwei zusammen. Es geht um die Frage, ob pflanzliche Bestandteile im Hundefutter, Maisgerste, Weizen, sinnvoll sind und was es bedeutet, wenn gekochte Karotten, die im Hundefutter enthalten sind, offensichtlich nicht verdaut werden, weil sie anscheinend wieder rauskommen. Also pflanzliche Bestandteile im Hundefutter, sinnvoll, ja oder nein, und was kann das bedeuten? Ja, ich glaube, also generell kann man das wahrscheinlich nicht beurteilen. Es gibt ein paar Sachen, die, sagen wir so Klassiker, die beim Hund nicht mehr ganz so in sind, die, wie zum Beispiel gewisse Weizensorten, die halt vermehrt Allergien auslösen sollen. So zumindest, also die Datenlage ist jetzt nicht grandios, aber so wird es vermutet. Ich glaube, pflanzliche Bestandteile, heutzutage ein Futter machen, ganz ohne pflanzliche Bestandteile, ist auch beim Hund fast nicht möglich. Man muss natürlich auch sagen, dass beim Hund, wir schauen den Hund häufig an als Fleischfresser, und vom Bedarf her ist der Hund eigentlich kein Fleischfresser, weil der hat recht ähnliche Bedürfnisse wie wir auch. Also ich sage den Studenten immer so spaßeshalber, das ist ein Omnivor, ein Allesfresser und nicht ein Fleischfresser. Die Katze hat viel mehr Bedürfnisse nach Proteinen als zum Beispiel eben der Hund. Deshalb muss es ein bisschen ausgewogen sein. Also auch der Hund frisst draußen eben nicht nur reines Fleisch, sondern eben auch pflanzliche Bestandteile. Deshalb gehört das dazu. Also ich glaube, es kommt auch darauf an, was die Qualität dabei ist, wie die Zusammensetzung ist, dass das alles eben zusammenpasst. Aber ganz ohne pflanzliche Bestandteile geht das nicht. Soll es auch nicht sein, glaube ich. Alles klar, vielen Dank. Eine Grundsatz, geradezu Gretchenfrage, Nass- oder Trockenfutter für Haustiere. Entweder Herr Burgener oder kann sonst jemand aus der Runde etwas dazu sagen, was ist besser? Gibt es Präferenzen? Gibt es sozusagen wissenschaftlich fundiert eine Präferenz für das eine oder das andere, oder sind sie gleichwertig? Gibt es dazu Meinungen? Ich glaube, die Präferenz, wenn ich da schon mal beginne, die Präferenz sagt uns meistens der Hund oder die Katze. Ich glaube, gerade bei der Katze kommt es sehr darauf an, was die Katze in jungen Monaten bekommt, und das wird dann ein bisschen ihre Präferenz sein. Ich glaube, also ich bin als Kliniker überzeugt davon, und ich habe auch keine entsprechenden Gegenforschungsresultate gesehen, dass es einen Unterschied gibt schlussendlich. Es gibt wenige Krankheiten, wo es wirklich bewiesen ist, bei der Katze zum Beispiel, dass Feuchtfutter einen besseren Effekt hat als Trockenfutter. Aber das sind bei Krankheiten. Ich rede jetzt von Nierenproblemen, ich rede von Harnwegsproblemen, von Harnsteinen und solchen Sachen, wo man weiß, da gibt es bestimmte Futter, die eben meistens in Feuchtfutterform sind, die einen besseren Effekt haben. Aber ich würde jetzt mal sagen, für einen gesunden Hund oder eine gesunde Katze draußen im Felde, ob das jetzt Trockenfutter ist oder Feuchtfutter, das Wichtigste ist die Qualität vom Futter und nicht, ob es in Feuchtform ist oder in Trockenform. Da bin ich überzeugt. Das ist absolut nachvollziehbar. Frau Meusel-Eichinger, es gibt noch eine Frage zu, wiederum im übertragenen Sinn, zu Stuhltransplantationen. Wenn ich mich damals an diesen Science Slam-Beitrag erinnere, gibt es ja zwei Möglichkeiten, das durchzuführen, entweder direkt rektal oder man nimmt das Stuhltransplantat in verkapselter Form oral ein, sodass es sozusagen den ganzen Weg durch den Magen bis in den Darm findet, erst dort aufgelöst wird und dann dort sich sozusagen entfalten kann. Jetzt Frage einer Hundebesitzerin.
Hat es eine Auswirkung, wenn mein Hund Pferde, Äpfel, Hühner oder Kaninchenkot frisst? Kann das schon, also wenn direkt ohne Kapsel, kann das schon eine ähnliche Wirkung wie eine Stuhltransplantation hervorrufen? Das weiß ich jetzt nicht, ob ich die Richtige bin, das zu beantworten. Ich würde aber sagen, dass es erst einmal wahrscheinlich nicht schadet, es sei denn, er nimmt natürlich pathogene Mikroorganismen mit auf. Andererseits spielt natürlich eine große Rolle, von wem der Kot kommt, denn eigentlich bei Menschen funktioniert zum Beispiel nur Menschenstuhl. Und das heißt, man muss schon von der gleichen Art sozusagen das Mikrobiom aufnehmen, denn da gibt es erhebliche Unterschiede von Hund zu Mensch, zur Katze, zum Hühnchen und so weiter. Das kann ich mir natürlich bestens vorstellen. Vielen Dank für diese Einschätzung. Aber vielleicht ganz kurz noch zur Ergänzung. Es gibt natürlich Tiere, die es ganz gezielt aufnehmen. Zum Beispiel die Kaninchen sind ein Beispiel. Oder auch Ratten, die nehmen durchaus den Kot der Artgenossen auf, um sich selbst wieder auf das Mikrobiom zurückzuversetzen und natürlich auch einen gesunden Austausch innerhalb einer Gruppe zu haben. Das ist ganz natürlich. Das heißt, da möchte ich aber auch noch was ergänzen. Und bitte. Zwar ist das bei diesen zekotrophen Tieren noch ein bisschen anders. Und ich werfe jetzt mal den Fachbegriff mit rein. Also diese natürlich Koprophagie betreiben, die produzieren nämlich vor allem nachts einen besonderen Kot, der extrem mikrobenreich ist. Darüber decken die nämlich auch noch ihren Proteinbedarf und ihren Vitaminbedarf. Also die müssen das wirklich aufnehmen, um bedarfsgerecht gefüttert zu sein. Natürlich tauschen die auch untereinander ihr Mikrobiom aus, gleichzeitig dabei, aber hier geht es auch noch darum, um deren Eiweißversorgung sicherzustellen. Aber ich möchte da auch noch was hineinwerfen, und zwar gerade wenn ein Hund auch Kot von Pferden aufnimmt, dann liegt es auch noch mit daran, dass natürlich auch in dem Kot auch unverdaute Bestandteile vorhanden sind, die vielleicht für den Hund verwertbar wären. Aber natürlich auch eben diese Mikroben und die Fermentationsprodukte, die da mit drin sind. Also dass das mehr oder weniger schon einmal fermentiertes Substrat, was das Tier dann auch wieder aufnimmt, worüber der Hund dann natürlich auch profitiert. Zum Beispiel die Mikroben produzieren Vitamine im Dickdarm, die der Hund dann natürlich auch aufnimmt. Auf der anderen Seite ist natürlich die Aufnahme vom Kot oder Spielen vom Kot, gerade auch beim Nutztier, beim monogastrischen Nutztier, aber auch beim Wiederkäuer, eine Möglichkeit, um die natürliche Entwicklung des Darmmikrobioms zu fördern. Das ist letztendlich, also wenn wir jetzt einfach mal das Beispiel Schwein nehmen, dann spielen die Ferkel bei der Sau als Saugferkel mit dem Kot ihrer Mutter und nehmen dadurch das natürliche Mikrobiom ihrer Mutter auf und inokulieren sich damit dann eben selber. Also das wäre sozusagen so eine Stuhltransplantation, die auch definitiv gewünscht ist. Und jetzt, wenn ich noch einen Einwurf mache hinsichtlich der Geflügelfütterung, also zum Beispiel beim Masthühnchen, die ja doch in eher Brutapparaten heute ausgebrütet werden und nicht mehr von einer Glucke bebrütet werden und die eigentlich keinen Zugang mehr haben zum natürlichen Mikrobiom, denen wird zum Beispiel auf die Eierschale so ein fäkales Transplant gesprüht oder ein Probiotikum schon ins Ei selber hineingegeben gegen Ende der Brutphase, damit sie mit einem ordentlichen Mikrobiom in die Welt starten. Eine Starthilfe für Küken. Spannende Geschichte. Eine Frage, die noch aufgetaucht ist, es geht um die Durchlässigkeit der Darmbarriere und etwas, das ich sozusagen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, wo ich sofort im Internet in unzähligen Foren darauf gestoßen bin, das Thema Leaky Gut Syndrome, also die Permeabilität des Darms, ist sehr umstritten, ob das wissenschaftlich korrekt ist, ob es das gibt. Also das Konzept ist, dass die Darmwand durchlässig wird und damit auch schädliche Stoffwechselprodukte in den Körper kommen und dort Schäden anrichten können. Einfach die Frage in die Runde. Was ist Ihre Einschätzung, Ihre wissenschaftliche Einschätzung? Gibt es das Leaky Gut Syndrome? Ist das wissenschaftlich belegt? Und wenn ja, was hat das für Auswirkungen? Wer möchte? Da werde ich mich jetzt gleich erstmal vordrängeln vor alle anderen, weil das ist mehr oder weniger das, was ich im Labor messe mittels der sogenannten Ussing-Kammer-Technik. Wir messen dabei, wie durchlässig der Darm ist, indem wir eine elektrophysiologische Messung machen, wo ein gewisser
oder sogenannter Kurzschlussstrom an den Darm angelegt wird. Und dann messen wir den Ionenfluss und auch die Leitfähigkeit. Und wir können auch messen, ob bestimmte Moleküle durch die Darmwand hinten durchgehen, von der sozusagen der Innenseite des Darms in das System hinein. Also das ist auch mehr oder weniger ein In-vitro-Ex-Vivo-System, wo wir mit einem Stück Darm arbeiten. Und ja, definitiv, wir können messen, wie durchlässig ein Darm ist und das sogar quantifizieren. Vielen Dank. Gibt es dazu noch Einschätzungen, wie groß ist die Problematik, wie kann man damit umgehen? Ja, so wenn ich noch ergänzen würde, meine, insgesamt ist das diese Durchlässigkeit des Darmes. Also wenn man auch zurück zu Hippokrates geht, Sie haben ja ganz am Anfang zitiert, wenn er sagt, alle Erkrankungen beginnen im Darm, ist noch ein anderes Zitat von ihm. Und ich denke, zu dieser Zeit hat er nicht gewusst, dass der Darm durchlässig ist, aber er hat gesehen, dass ob es Hautstörungen oder andere organische Störungen, sogar auch Depression mit einem gesunden Darm zu tun hat. Und wissen wir heute sozusagen mit unseren Erfahrungen, die wir das auch messen können, dass der Darm durchlässig ist. Nur der Darm von Natur her muss durchlässig sein, denn dieser Darm muss ja eine Unmenge von Metaboliten und Nährstoffe von inneren Seite in den gesamten Körper dann verteilen. Er muss durchlässig sein. Nur das Problem ist, dass unter Umständen, wenn dem Darm nicht gut geht, dann wird er zu viel durchlässig. Wird durchlässig dann auch für Toxine, die dann im Darm entstehen, ob das Toxine, die durch Futter kommen, durch Nahrung kommen, oder die Toxine, die da einfach im Darm durch böse Mikroben entstehen. Und dort beginnt auch das Problem, dass diese Toxine, diese Gifte, wenn auch ganze Bakterien, große Bakterien, den Darm durchgehen, er wird ja durchlässig, und die dann verteilen dann im Körper, und dann beginnt es von einem Darmproblem eine systemische gesundheitliches Problem zu entwickeln. Ob das ein Haut, ob das eine Inflammation oder irgendeine andere Störung. Vielen Dank. Gibt es von den anderen noch Meinungen zu diesem Thema, zu diesem doch offenbar recht umstritten? Warum wird das immer wieder als wissenschaftlich umstritten dargestellt? Können Sie das? Ich glaube, das ist nicht umstritten, das Thema. Ich glaube, das ist nur, wenn man sich damit beschäftigt. Ich meine, wir haben sogenannte Organoide, das sind Darmzellkulturen von Hundedarm, mit denen wir eben Forschung machen, damit wir keine Hunde brauchen, sondern mit Zellkulturen arbeiten können. Und da kann man relativ schnell und gut nachweisen, dass gewisse Toxine von Bakterien zum Beispiel eben diese Darmzellkulturen durchlässig machen. Und das ist relativ einfach. Und ich meine, gerade beim Hund gibt es auch ein klinisch sehr gutes Beispiel, und das ist die Parvovirose. Das ist eine virologische Infektionskrankheit, gegen die man impfen sollte, unbedingt. Heißes Thema, Impfpflicht. Aber das berühren wir jetzt nicht. Aber dort ist wirklich empfohlen, dass die Hunde alle im frühen Alter schon gegen diese Parvovirose geimpft werden. Weil wenn das nicht passiert, dann haben eben diese Viren genau, die gehen auf die schnell teilenden weißen Blutkörperchen, gehen aber eben auch auf die Kryptenzellen. Und die Kryptenzellen sind die Zellen, die ganz unten im Darm im Prinzip den Nachschub für das Darmepithel, für das ganze Gedärme produzieren. Und wenn die dort reingehen, gehen die kaputt, und die Bakterien nützen das dann und werden dann quasi im ganzen Körper verteilt. Und die Hunde werden dann septisch, oder wie man im Volksmund sagt, bekommen eine Blutvergiftung, weil die Bakterien da nicht nur im Darm sind, sondern im ganzen Körper. Und das, mit dem kämpfen wir, ich würde mal sagen, fast jede Woche. Wir haben viel zu viele von diesen kranken kleinen Welpen bei uns. Und wer nicht glaubt, dass der Darm dann durchlässig wird, der sollte mal eine Woche, zwei zu uns kommen, und wir können ihm das leider an klinisch kranken Hunden zeigen. Das ist natürlich sehr überzeugend. Herr Burger, bleiben wir noch kurz, weil da auch eine Frage gekommen ist, zur Frage, wie erkennt man einen, also wie unterscheidet man einen einen selbstlimitierenden Durchfall von einem sozusagen, den man irgendwie medizinisch, medikamentös behandeln muss? Wie erkennt man diesen Unterschied?
beim Hund vor allem. Ich glaube, ich nehme jetzt das klassische Beispiel für einen selbstlimitierenden Durchfall. Das ist ein Labrador, der einfach immer und überall alles frisst. Der hat das einfach in seinen Genen. Und der hat ein bisschen Durchfall, läuft schwanzwedelnd herum und frisst ganz normal weiter, hat normalen Appetit. Und nach 1 bis 2 Tagen spätestens ist das Ganze durch. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wie ist der allgemeine Zustand? Sind die Tiere klinisch gesund oder nicht? Machen sie einen kranken Eindruck? Hören sie auf zu fressen? Dann ist es meistens ein klares Signal, dass vielleicht etwas nicht stimmt. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, bei Welpen und bei Zwerghunderassen sollte man sehr viel schneller reagieren, weil die haben keine großen Reserven. Die haben jetzt nicht so wie ein ausgewachsener großer Hund, der mehrere Tage an und für sich genügend Reserven hat. Bei den Kleinen und bei den Welpen geht das ziemlich schnell. Dort würde ich noch schneller zum Tierarzt gehen. Aber solange die Schwanzwedel dann umlaufen und das nächste Futter anschauen, dann wird der Durchfall ziemlich sicher schnell wieder sich zum Ende neigen. Ob wir was tun oder nicht, ich sage manchmal, ist die Natur schneller als wir. Und manchmal werden sie besser trotz dem Tierarzt und nicht wegen dem Tierarzt. Vielen Dank für diese praxisrelevante Einschätzung mit dem wedelnden Schwanz vor allem. Herr Weghofer, was mir auch noch jemand natürlich angesehen, in welchen Forschungsprojekten Sie aktiv sind, was mir da noch rausgestochen ist, sind die sogenannten, und ich habe es nicht verstanden, deswegen Frage an Sie, die sogenannten FODMAPs und ihr Einfluss auf das Reizdarmsyndrom. Das erforschen Sie offenbar. Können Sie uns kurz erklären, was sind diese FODMAPs und was haben die mit dem Reizdarmsyndrom zu tun? Ja, FODMAPs, Englisch, das steht für fermentable, also fermentierbare Oligo-D-Monosaccharide und Polyole, also Zuckeralkohole und bestimmte Monosaccharide, die fermentierbar sind. Im Prinzip auch ein doch nicht klinisch ganz klares Thema. Vielleicht, das passt auch noch kurz zu dem von vorher. Ich glaube, die Verwirrung mit Leaky Gut-Syndrom und so weiter, das kommt daher, dass hier unterschiedlichste Begriffe für ähnliche Themengebiete vermischt werden. So Barrierestörung versus Reizdarmsyndrom, Leaky Gut, im Prinzip geht das alles in eine Richtung und die Unterscheidung oftmals sehr schwierig ist. Und FODMAPs sind diese spezielle Klasse an fermentierbaren Sacchariden und Zuckeralkoholen, die werden im Dünndarm schlecht resorbiert. Und die Folge ist, dass sie in den Dickdarm weiter transportiert werden und dort die Darmflora das als Nahrungsquelle gut verwenden kann. Und dann kommt es eben zu den klassischen Symptomatik, dass eben Blähungen entstehen und all diese Folgeerscheinungen und das geht dann einher mit diesem Begriff des Reizdarmsyndroms. Das ist offensichtlich, da gibt es unterschiedlichste Gründe, die dafür von genetischen Faktoren über andere Faktoren Problem ist halt immer, wenn diese Kohlenhydrate in großer Menge in den Dickdarm gelangen. Es ist wie bei der Laktose, die dann nicht, wenn Laktoseintoleranz die Enzyme fehlen, dass diese Disaccharid gespalten wird, naja, dann kommt es aus Disaccharid in den Dickdarm und dann wird es dort von Bakterien verstoffwechselt und die feiern dann Festessen damit. So kann man sich das vorstellen. Ne? Und unser Beitrag ist in dem Zusammenhang auch wieder eher jener, der im chemisch-analytischen Bereich, weil diese FODMAPs eine sehr heterogene Klasse an Molekülen ist, die man auch gar nicht chemisch-analytisch so einfach voneinander trennen kann. Und in dem Bereich haben wir uns hauptsächlich beschäftigt. Kann man Sie sagen, ja, bitte. Gerne noch was einwerfen, und zwar die FODMAPs, ja, die haben immer so einen negativen Touch. Aber auf der anderen Seite sind das gerade auch diese Substanzen, die bei Nutztieren, also selbst zum Beispiel beim Ferkel, beim wachsenden Schwein, aber auch beim Geflügel eingesetzt werden als Präbiotika. Also da sieht man auch mal wieder, wo die tierspezifischen Unterschiede sind. Denn sowohl viele Geflügelarten, also jetzt zum Beispiel unser Masthühnchen, eine Pute, aber auch das Schwein, das sind ja auch Omnivoren, wie wir Menschen auch, oder auch der Hund, wenn wir ihn schon darunter klassifizieren. Jedoch können diese unterschiedlichen Tiere unterschiedlich gut mit diesen FODMAPs beziehungsweise diesen Präbiotika umgehen. Ein Schwein hat bereits im Magen eine sehr ausgeprägtes Mikrobiom, weil es so eine Ausstülpung im Magen hat, wo die Mikroben
sehr gut überleben können und die dort auch gefördert werden sollten. Und da sind zum Beispiel die Lactobacillen wieder zu nennen und Inulin wäre so eine sehr, würde man unter Foodmaps klassifizieren können. Das würde wir da aber einen positiven Effekt beim Schwein haben. Also das sind, es ist schon sehr interessant zu sehen, wie sich doch die Spezies hier unterscheiden. Ganz kurz nur für mein Verständnis, Sie haben gesagt, das ist eine sehr heterogene Klasse. In welchen Nahrungsmitteln sind diese, wenn ich jetzt angenommen, ich wäre FODMAP-sensitiv sozusagen, in welchen Nahrungsmitteln sind die enthalten, welche Nahrungsmittel sollte ich vermeiden, um dieses Reizdarmsyndrom nicht zu bekommen? Also eine FODMAP-arme Ernährung, also ganz weglassen kann man die nicht. Das wäre sicher kontraproduktiv, sondern FODMAP, das betrifft, unter FODMAP sind zum Beispiel auch Fructose dabei oder Sorbit, das sind so Klassiker. Und also es bedarf einer sehr gezielten Anamnese, ob man tatsächlich nicht andere Erkrankungen ausschließen muss, die viel mehr in Frage kommen jetzt als so ein Reizdarmsyndrom. Das sind insbesondere chronisch entzündliche Erkrankungen, die hier eigentlich viel eine zentralere Rolle spielen. Und das bringt uns, glaube ich, auch zu dem Kernthema, dass der Darm ist und eigentlich das größte Organ unseres Immunsystems. Und das ist die entscheidende Rolle. Eine Darmschädigung geht immer mit einer Schädigung des Immunsystems einher. Und diese Schädigung ist eigentlich, dann ruft man es die Folge. Das heißt, der erhöhte also Leaky Gut-Syndrom heißt nichts anderes, dass das Darmepithel, die Zellen, die das Darmepithel bilden, weniger aneinander festhalten und dadurch Substanzen mehr durchkommen. Und das schädigt in der Folge auch die in der Darmwand befindlichen Immunzellen. Die Darmwand ist durchsetzt mit lauter kleinen Lymphknoten, wo das Immunsystem mit den Pathogenen in Kontakt kommt. Und wenn es hier zu fehlerhaften Darmbarrierefunktionalität kommt, dann schädigt es in der Folge das Immunsystem. Vielen Dank. Ich kenne mich aus. Wo ich mich noch nicht auskenne, da hätte ich noch eine kurze Frage an Frau Meusel-Eichinger. Eine Frage, die in der Vorbereitung aufgepoppt ist. Was sind Archaeen, mit denen Sie sich offenbar beschäftigen? Und welche Rolle spielen diese Archaeen in der Verdauung? Können Sie mich da aufklären? Ja, Archaeen sind ganz besondere Mikroorganismen. Die sind keine Bakterien, sondern von ihrer Biologie her komplett anders strukturiert. Und manche von uns kennen Archaeen vielleicht als Extremophile. Also sie wurden beschrieben zum Beispiel in vulkanischen Umgebungen, in heißen Quellen, in Schwefelquellen und so weiter. Also das sind sehr extreme Typen. Die kommen aber auch in unserem Verdauungssystem vor, also beim Menschen, aber auch beim Tier und ganz besonders bei den Wiederkäuern, denn dort produzieren sie Methan. Und Methan ist uns durchaus als Stoffwechselendprodukt bei Kühen zum Beispiel bekannt und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Klimawandel und so weiter. Jetzt haben unsere Studien gezeigt, dass etwa 20% der Menschen in Österreich auch Methan produzieren. Also nicht so viel wie die Kuh, aber durchaus. Und die Frage ist natürlich, warum tun sie das und was tun diese Archaeen bei diesen Personen im Darm? Und das hängt ganz besonders damit zusammen, dass diese Menschen besonders viele Ballaststoffe zu sich nehmen und die auch sehr gut verdauen können und einen Ausgleich suchen, weil sie auch im Zuge dieser Ernährung weniger Vitamine zu sich nehmen. Also das sind meistens Vegetarier oder Personen, die sehr viel weniger Fleisch essen als normale Personen. Das ist sehr, sehr interessant und das wird uns die nächsten Jahre auch noch weiter beschäftigen. Sie bringen genau das richtige Stichwort Methan. Methan wird ja, wie Sie erwähnt haben, vor allem bei Rindern in klimarelevanter Menge erzeugt. Herr Sebelli, das ist ja sicher auch ein Thema, das Sie beschäftigt. Kann man die Methanproduktion von Rindern durch gezielte Ernährung reduzieren? Kann man also durch gezielte, sinnvolle, kluge Rinderernährung die Klimaproblematik in der Methanproduktion reduzieren? Ja, stimmt. Eine, was wofür man auch die Wiederkäuer schuldig macht, ja, ist das Thema Methan, ne, als Klimakiller. So im Grunde hat die Kollegin auch gemeint, dass diese methanogenen ja gehören den Stoffwechsel, der Stoffwechsel und beim Wiederkäuer im Panzer sind sie dazu, indem sie denn ganz wichtig für den Aufrechterhaltung der Fermentation sind. Nun, wenn man sozusagen eine Kuh nimmt,
dann natürlich produziert ein Kuh, je nachdem, wie viel Futter sie nimmt, also zwischen 300 und 500 Gramm Methan pro Tag. Und wenn man diese Menge dann an CO2 umberechnet, dann geht man in eine Menge um etwa so 20, 30 Kilo CO2, CO2-Äquivalente sozusagen, ist ungefähr die Menge an CO2, was ein kleines Auto in 20, 30 Kilometer auch verbraucht. Nur natürlich die Frage ist es, dann diese Kuh gibt auch gleichzeitig natürlich auch 30 Liter Milch. Und wenn man das so mit der Versorgung der Menschen das quasi vergleicht, dann geht man in eine Eiweißmenge, um etwa 20 Menschen zu ernähren sozusagen. Nun, die Frage ist es, ob wir diese Methanausstoß reduzieren können, so wie Sie das auch formuliert haben. Natürlich gibt es dort einige physiologische Limitierungen, denn ohne Methan heißt natürlich auch keine Fermentation, heißt keine Milch, wenn wir das, oder kein Milch oder kein Fleisch, wenn wir das so ausdrücken können. Aber sicherlich durch bestimmte Fütterungsstrategien kann man den Methan etwas reduzieren. Da gibt es dort einige Ansätze. Gibt es Studien, die in etwa so 5, 10, vielleicht auch 15% Reduktion dieses Methanausstoßes gehen. Und dazu gehören natürlich auch diese sekundären Pflanzenstoffe, was man gezielt einsetzen kann. Aber im Grunde genommen kann man diesen Methanausstoß tatsächlich nachhaltig reduzieren, wenn man von, sage ich mal, die Kühen oder die Rinder gesund hält und die dann immer Milch oder produktiv sind und am Ende des Jahres sie dann die Menge an Methan gemessen mit dem Milch oder mit Produktion, was sie bringen, eher dann reduzieren. Das heißt, das ist nach meiner Dafürhalten eine viel nachhaltige Strategie, als zu versuchen, 5 oder 10% den Methanausstoß zu reduzieren. Das ist absolut überzeugend. Eine Frage, also wir sind ja schon fast am Ende unserer Streaming-Zeit, aber eine Frage ist noch aufgedacht, die einfach saisonal sehr passt zur die Frage der Null-Diät. Also wir haben die Weihnachtszeit vor uns, wir werden viel zu Hause sein und natürlich sehr viel kalorienreiche Speisen zu uns nehmen. Und dann entsteht oft natürlich irgendwie der Impuls, ich will fasten, ich will heilfasten. Ich will das jetzt sowohl human als auch veterinär beleuchten. Vielleicht starten wir human. Frau Meusel-Eichinger, was bewirkt denn Heilfasten in unserem Körper, in unserem Darm? Also soweit ich weiß, ist Heilfasten nicht unbedingt eine Nulldiät. Also man versucht ja eigentlich auf feste Nahrung zu verzichten und nimmt durchaus Säfte oder Tee und so weiter zu sich. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz der Kalorien kommt dann noch in den Körper. Nun, Fasten ist ja eigentlich für den menschlichen Körper nichts Ungewöhnliches. Wir sind es ja eigentlich aufgrund unserer Evolution so gewohnt, dass es durchaus Zeiten gibt. Ich glaube, wir müssen ein Mikrofon muten. Ja, jetzt geht's. Es gibt durchaus Zeiten, in denen eigentlich der Mensch in der Vergangenheit nichts zu essen hatte. Das heißt, der Mensch ist eigentlich dafür ausgelegt, dass er so etwas durchsteht. Und das tun unsere Mikroben auch. Die können das sogar noch besser als wir Mensch, denn sie gehen einfach in einen Ruhezustand, in einen Überdauerungszustand. Manche machen das in Form von Sporen oder in anderen Situationen. Und eigentlich, wenn wir das nicht zu lange ausdehnen, hat das keine schlechten Auswirkungen auf unser Mikrobiom, durchaus nicht. Ich möchte nur anmerken, dass diese Wörter, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel Entschlacken und so weiter, das macht gar keinen Sinn, das so zu bezeichnen, denn Entschlacken, das macht unser Körper nämlich die ganze Zeit. Das heißt nämlich, dass alle Überbleibsel der Ernährung und auch Toxine und so weiter austransportiert werden. Das heißt, da hilft uns das Fasten nicht. Das ist zur Kalorienreduktion vielleicht für unser Wohlbefinden gut, aber eigentlich zur Entschlackung an sich nicht notwendig. Wichtiger Punkt. Frau Metzler, wie ist das in der Nutztierhaltung? Kann da Heilfasten, ich hoffe, wir haben noch die Verbindung zu Ihnen, kann Heilfasten in der Nutztierhaltung auch sinnvoll sein? Oder haben wir, Frau Metzler, haben wir im Moment verloren? Ich hoffe, Sie können wieder zu. Nein, zurück. Wir sind wieder zusammen. Also okay, wunderbar. Zwischenzeitlich. Ja, perfekt.
war ich mal kurz weg, weil das Internet mal wieder weg war. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Kann Heilfasten für Nutztiere sinnvoll sein? Für Nutztiere würde ich eher sagen, nicht so ganz. Also gerade da wir ja eigentlich Hochleistungssportler haben, also Hochleistungstiere, da ist Heilfasten sicherlich nicht so angebracht. Gerade wir haben es auch viel mit wachsenden Tieren zu tun. Die würden doch massivst Einbußen haben. Und ob es immer so förderlich für das Darmmikrobiom ist, wenn keine Nahrung da ist. Also da gibt es so viele negativere Beispiele von monogastrischen Nutztieren, wie jetzt zum Beispiel auch gerade beim Absitzferkel, dass, wenn es von der Mutter wegkommt, aufhört zu fressen. Und da ist es sicherlich nicht sinnvoll, da nicht fressen durch, weil ja schon prädestiniert ist, dass das Tier dann einen Durchfall entwickelt. Also da ist es nicht gerade ganz so angebracht. Also bei Hochleistungsnutztieren nicht. Wie schaut es das aus, Herr Burgener? Bei Hunden, da ist konkret die Frage, wie bewerten Sie die früher angeratene Nulldiät für 12 bis 24 Stunden, wenn der Hund Durchfall hat? Ich glaube, die Zeiten sind ein bisschen vorbei, wo man das gemacht hat. Ich sage mal so, bei einem toten Hund schadet das sicher nicht, damit der Magen-Darm-Trakt einigermaßen zur Ruhe kommen und das schadet dem nicht. Wie vorhin schon einmal kurz erwähnt, für einen ausgewachsenen Hund ist 1-2 Tage ohne Futter sein nichts Dramatisches. Ich würde es aber nicht prinzipiell, also sagen wir so, fasten würde ich die Hunde und die Katzen nicht unbedingt. Ich würde eher dafür plädieren, dass wir sie regelmäßig füttern und nicht so stark, weil in der Zwischenzeit ja doch etwa 40% der Hunde und zum Teil auch der Katzen in Mitteleuropa schon übergewichtig sind. Deshalb lieber regelmäßig, aber weniger, damit sie nicht zu dick werden. Das ist viel wichtiger als Fasten für Hunde und Katzen. Gilt für die Menschen auch. Genau, wollte ich gerade sagen, gilt für uns auch. Das wollen wir uns jetzt in die Weihnachtszeit vor allem mitnehmen. Wir sind schon fast über unsere Zeit, aber ich möchte natürlich, es gibt noch zahlreiche Fragen. Wir bringen jetzt nicht alle unter. Wir werden aber versuchen, den Chat zu speichern. Ich werde das gleich an die Technik weitergeben und dann diese Fragen an unsere Expertinnen und Experten weiterleiten. Vielleicht ist ja möglich, die dann per Mail, wenn das oder in... Alex, hast du eine Idee, wie wir die Fragen beantworten können vorab? Wir versuchen, eine Möglichkeit zu finden, den Chat noch aktiv zu lassen. Vielleicht kann man die eine oder andere Frage dann noch kurz schriftlich beantworten. Aber ich würde jetzt noch meine 5 Expertinnen einfach in einer Abschlussrunde um ein kurzes Abschlussstatement bitten. Was wollen Sie unserem Publikum zum Thema Darmgesundheit aus Ihrer Perspektive einfach so als Take-Home-Message noch mitgeben? Fangen wir an mit Herrn Burgener. Was ist Ihre Message an unser Publikum? Ich spreche jetzt vor allem an die Hunde- und Katzenbesitzer. Es gibt fast keine Gründe für Magen-Darm-Probleme, Antibiotika zu geben, auch wenn es die Tierärzte zum Teil noch anders sehen. Antibiotika nützen nicht immer, schaden aber manchmal. Und deshalb etwas provokativ. Probiotika helfen zwar nicht immer, aber sie schaden fast nie. Deshalb seien Sie mutig und nehmen Sie nicht ständig Antibiotika beim ersten Durchfall. Vielen Dank, Herr Burgener. Frau Metzler, was ist Ihre Message an unser Publikum? Ja, wir haben uns ja jetzt mehr um das adulte Mikrobiom oder das erwachsene Mikrobiom unterhalten und was man tun kann. Was ich gerne mit auf den Weg geben würde, ist, dass wir uns vor allem auch das junge Darmmikrobiom anschauen müssen, also auch wie sich das Darmmikrobiom nach der Geburt entwickelt oder nach dem Schlupf entwickelt. Denn das ist auch ganz, ganz entscheidend, inwieweit eine Immuntoleranz, also inwieweit der Organismus tolerant zu seinem eigenen Mikrobiom wird, wie das sich entwickelnde Darmmikrobiom das Immunsystem beeinflusst und damit die Darmgesundheit auf lange Frist hin. Also es ist gerade entscheidend, wie sich das Darmmikrobiom im Baby, im neugeborene Nutztier entwickelt, wie das Tier, wenn es adult ist oder auch der Mensch, wenn er erwachsen wird, wie darmgesund er dann in Wirklichkeit ist. Vielen Dank, Frau Metzler. Frau Meusel-Eichinger, was ist Ihre Message an unser Publikum? Meine Message ist, dass es noch sehr viel Forschung braucht. Also vor allem, was den Menschen angeht. Wir sind bezüglich der Mikrobiomforschung erst einmal seit 10, 15 Jahren wirklich dabei, aufgrund der Methoden, die wir verwenden. Vorher war es nicht möglich, das Mikrobiom als Ganzes so zu erfassen.
Und wir Menschen sind unglaublich individuell. Wir ernähren uns alle unterschiedlich. Wir sind auch gar nicht so vernünftig, weil wir zum Beispiel Alkohol zu uns nehmen und auch sonstige Sachen, die uns natürlich schädigen. Und das schädigt natürlich auch unser Mikrobiom, führt letztendlich dazu, dass jeder von uns ein wirklich eigenes Mikrobiom besitzt. Und wir versuchen natürlich von der Medizin her, dieses Mikrobiom irgendwie zu therapieren. Und wir wissen zum Beispiel nicht, wenn einer Person das Präbiotikum helfen wird oder nicht, das Probiotikum helfen wird oder nicht. Da wird auch sehr viel Marketing getrieben. Also wir sind hier noch bei vielen Fragezeichen, die wir in Zukunft erst wirklich lösen müssen. Und ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit dafür, und um die optimale Therapie dann letztendlich auch finden zu können. Also ein bisschen Geduld. Ein bisschen Augen auf beim Probiotika-Kauf, ob das wirklich schon Sinn macht. Und ja, einfach mit gesundem Verstand sich gesund zu ernähren, das ist das große A und O. Das gilt für Tier und Mensch, glaube ich, grundsätzlich. Und es bleibt noch viel zu tun. Vielen Dank, Frau Meusleichinger. Herr Weghuber, was ist Ihr abschließendes Statement? Na, Take-home-Message will ja kurz sein. Das heißt, geht es dem Darm schlecht, geht es unserem Immunsystem schlecht, heißt im Umkehrschluss, fördern Sie Ihre Darmgesundheit, dann stärken Sie damit Ihr Immunsystem. Und das ist in Zeiten wie diesen immer sinnvoll. Vielen Dank. Herr Sebelli, Ihre abschließende Message bitte. Ja, was ich sagen kann. Also ich denke, dass wenn es um Gesundheit der Tiere geht, ist es auch nicht anders als bei uns Menschen. Da braucht man auch ein bisschen Aufmerksamkeit, also aufmerksam sein für jede Veränderung, was die Tiere dann auch zeigen, denn die Tiere geben ja Signale, wenn denen gut geht, nicht gut geht. Und vor allem auch aus diesen Beobachtungen versuchen mit ein bisschen Fingerspitzengefühl sozusagen nicht alles auszuprobieren, was es auf dem Markt gibt, was auf dem Zettel oder auf dem Marketing gibt, sondern eher zu verstehen, was könnte die Ursache sein und daraus zu lernen und beginnen, etwas zu ändern. Aber nicht alles auszuprobieren und mehr kaputt zu machen, als zu helfen, sozusagen. Vielen Dank Ihnen allen für Ihre Zeit, für diese spannende interdisziplinäre Diskussion. Vielen Dank an unser Publikum fürs zahlreiche Dabeisein. Wir würden uns noch wünschen, Feedback von Ihnen zu bekommen, also entweder über einen Link, der jetzt eingeblendet oder im Chat gespielt wird, oder ganz einfach per Mail an communication@vetmeduni.ac.at. Geben Sie uns Ihr schonungsloses Feedback, Rückmeldungen. Wie gesagt, wir konnten nicht alle Fragen beantworten. Wir versuchen noch einige davon an unsere Expertinnen und Experten weiterzuleiten, dass sie dann noch direkt schriftlich beantwortet werden können. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs interaktive Dabeisein. Und wir freuen uns natürlich, Sie beim nächsten VetMed-Talk zu begrüßen. Nächstes Jahr werden wir uns ganz grundsätzlich mit dem Schutz von Lebensräumen beschäftigen. Wir starten dann zu Jahresbeginn mit dem Lebensraum Luft. Da wird es um Zugvögel zum Beispiel gehen. Also wie können wir diesen heimischen Lebensraum Luft schützen bestmöglich. Ich freue mich auf Sie. Ich wünsche Ihnen eine entspannte Weihnachtszeit und passen Sie mir auf Ihren und den Darm Ihrer Tiere auf. Vielen Dank und einen schönen Abend.